ich mache mir nicht mehr so einen Druck. Also Slow Living ist auch verbunden, glaube ich, mit einem Loslassen vom Perfektionsanspruch. Was übrigens eins meiner Motti war in diesem Jahr, war 70% reichen. Also ich glaube, ich bin da ganz gut angekommen. Also eines meiner Ziele in diesem Jahr war, das da loszulassen von einem Perfektionsanspruch und einem Leistungsanspruch mir selbst gegenüber, weil der Druck, der kommt ja meistens von uns selbst. Ne? Willkommen beim Wonderful Podcast. Yoga Beyond the Asana. Ich bin Wanda Badwal. Ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt des Yoga, der Spiritualität und persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken, zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass du hier bist. Du wundervoller Mensch, du wunderschöne Seele. Ich freue mich sehr, dass du wieder hier bist. Bevor wir reinstarten in das Thema der heutigen Podcast-Folge, lass uns wie immer einen kurzen Moment der Achtsamkeit nehmen, einen ganz bewussten Übergang finden von dem, was jetzt vorher gerade passiert ist in deinem Leben, wo du herkommst, in diesen Moment. Und wo immer du gerade bist, kannst du diese Übung mitmachen. Wenn du im Auto unterwegs bist, dann lade ich dich ein, die Augen geöffnet zu halten und dann für einen Moment erlaub dir einmal, alles andere aus der Hand zu legen. Wenn du kannst, dann schließ jetzt deine Augen und atme ganz bewusst ein paar Mal tiefer bis in den Bauch ein und aus. Und gerne mal über den geöffneten Mund ausseufzen. Atme tief ein über die Nase. Und über den geöffneten Mund loslassen. Lass die Schultern sinken. Und noch einmal. Und wenn du magst, dann leg jetzt gern mal eine Hand auf dein Herz, vielleicht die andere auf deinen unteren Bauch, um einmal ganz bewusst Kontakt mit dir, deinem Körper aufzunehmen. Atme einmal ganz bewusst bis in die untere Hand, bis in den Bauch. Spüre, wie der Bauch sich wölbt und senkt. Und nimm mal wahr, wie fühlt sich dein physischer Körper jetzt an in diesem Moment? Sind da vielleicht subtile Anspannungen rund um die Schultern, die Gesichtszüge? Kannst du dein Gesäß noch ein bisschen schwerer werden lassen? Vielleicht dir erlauben, noch ein bisschen mehr hier anzukommen. In diesem Moment und mit jeder Ausatmung lass mehr los und lande noch ein kleines Stückchen mehr. Dann bring einmal die Aufmerksamkeit auf die Ebene deines Herzens. Lenke einmal ganz bewusst die Atmung hier in den Herzraum. Spüre, wie das Herz sich ausdehnt mit der Einatmung. Raum kreiert. Mit der Ausatmung kontrahiert. Nimm mal wahr, wie geht's dir jetzt gerade? Wie fühlst du dich? Was kannst du hier wahrnehmen im Herzraum? Vielleicht eine freudige Zufriedenheit. Vielleicht ist da ein Gefühl von Traurigkeit.
Vielleicht hast du Sorgen, Ängste. Vielleicht kannst du eine Qualität von Dankbarkeit wahrnehmen. Und wenn du beschreiben müsstest, wie fühlt sich dieser Bereich an, ist er weit und frei, leicht, oder ist hier vielleicht eine gewisse Enge und Schwere präsent? Ohne das zu bewerten, einfach wahrnehmen. Vielleicht fühlt es sich ein bisschen dumpf an, weit weg an. Und erlaubt dir, all das, was da sein möchte, wahrzunehmen, ohne es zu bewerten. In liebevoller Annahme. Ich lade dich ein, bei den nächsten paar Atemzügen mit der Ausatmung den Herzraum ein wenig mehr zu entspannen, die Schulterblätter mehr zu entspannen, die Rückseite des Herzens weich werden zu lassen. Anspannung loszulassen. Und vielleicht magst du dir ein kleines Lächeln schenken. Ein Lächeln für diesen Moment. Ein Lächeln der Dankbarkeit für diesen Moment der Begegnung mit dir, mit mir. Und wenn du soweit bist, dann öffne langsam deine Augen und komm wieder in den Raum zurück. Welcome back. Wie schön, dass du da bist. Ich hoffe, auch schon ein bisschen mehr bei dir gelandet in diesem Moment. Ganz verbunden mit deinem Herzen. Vielleicht ein bisschen entspannter als zuvor. Ja, wie geht's dir gerade? Das würde ich dich gerade sehr gerne fragen. Wo auch immer du gerade bist, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Wo stehst du in deinem Leben? Ich sitze hier gerade auf einem ganz gemütlichen großen Sessel hier in unserem provisorischen Apartment, von dem aus ich arbeite, was vollgestopft ist mit Kisten und Büchern und einem Wäscheständer und einem Entfeuchter, den wir jetzt wieder laufen haben, wo der Winter kommt, wo mein gesamtes Yoga-Set, mein Streaming-Set steht, mein Podcast-Equipment. Also ein ziemlich chaotisches, buntes Bild und trotzdem bin ich sehr froh, jetzt gerade hier zu sein, im Warmen, im Trocknen. Und ich habe gerade Me-Time, es ist Sonntagnachmittag und ich habe mich entschieden, meine Zeit für einen Podcast zu nutzen, was ich sehr, sehr liebe. Und draußen ist es ungemütlich grau, es hat den ganzen Tag geregnet, der Herbst hat Einzug gehalten. Es ist Zeit, wieder Kerzen anzuzünden, warmen Tee zu trinken. Ich habe vorhin schon eine leckere Golden Milk getrunken. Vielleicht machst du es dir jetzt auch gerade richtig schön gemütlich, während du den Podcast hörst. Und ich bin vorhin so durch die Gegend gefahren und habe so richtig in meinem System gespürt, wie ich aufgeatmet habe, wie die gesamte Natur so diesen Regen, auf den wir hier lange gewartet haben in Portugal, so sehr willkommen heißt, jeden Wassertropfen aufsaugt. Ja, hier in Portugal regnet es ein ganzes halbes Jahr gar nicht. Das kann man sich wirklich kaum vorstellen. Wir haben über 300 Sonnentage im Jahr. Einer der Gründe, warum wir hier leben. Aber das bringt natürlich auch einiges mit sich, nämlich eine enorme Trockenheit und Brandgefahr immer wieder und so weiter. Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber auf jeden Fall, dass es gerade so gut tut, diesen Regen zu empfangen. Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr über Regen gefreut, wie jetzt gerade. Und es ist auch diese Einladung an uns Menschen, jetzt im Herbst den Fokus von außen nach innen zu richten. Ist das nicht herrlich? Diese extrovertierte Zeit des Sommers,
wo wir draußen sind, wo es unheimlich viel zu entdecken und zu tun gibt. Und man fühlt sich schon fast schuldig, wenn draußen die Sonne scheint und man drin ist. Ne? Und jetzt so diese Einladung, wieder mehr zu drinnen zu sein und sich einzukuscheln und zu lesen und schöne Filme zu gucken und Bücher anzuschauen und zu kochen und zu backen und zu basteln. Also ich freue mich sehr auf diese schöne Herbstzeit, die hier in Portugal natürlich nicht so herbstlich ist wie bei euch in Deutschland. Ja, mit allen schönen Kastanienmännchen. Aber ich habe auch gerade schon ein paar Eichelmännchen mit Bodhi gebastelt. Das war auch sehr, sehr schön und ziemlich herbstig, kann man sagen. Heute möchte ich mit dir in dieser Folge 5 Lehren von meinem 2-jährigen Sohn teilen. Ja, 5 Lessons of a 2-year-old. 5 Erkenntnisse, die ich im Zusammensein und im Zusammenleben, im Beobachten meines 2-jährigen Sohnes, dieser Seele, in den letzten 2 Jahren gewonnen habe. Und die möchte ich heute hier mit dir teilen. Für mich ist Bodhi wirklich ein Guru. Das kann ich mit vollster Überzeugung sagen. Und für diejenigen, die vielleicht mit dem Wort Guru nicht so viel anfangen können, also Guru, das Wort auch für Lehrer, Lehrerin, spiritueller Lehrer, Lehrerin, aber auch übersetzt derjenige, der dich von der Dunkelheit ins Licht führt oder diejenige, also von der Ignoranz, vom Ego zu deinem höheren Selbst, kann man auch sagen, derjenige, dich von der Unwissenheit zur Klarheit, zur Wahrheit führt. Und ja, ich habe viele Gurus in meinem Leben, das kann ich auf jeden Fall sagen. 2 davon sind mein Partner Marcel und mein Sohn Bodhi. Und dann gibt es noch einige andere wichtige Lehrer und Lehrerinnen auf meinem Weg. Aber das sind die beiden Gurus, mit denen ich tagtäglich Zeit verbringe. die ganze Zeit bei mir sind, zu denen ich Access habe. Ja, also free access to the Guru. Und ich mag diese Sichtweise aufs Leben. Das ist definitiv etwas, was ich vertrete, dass alles eine Lernmöglichkeit ist. Jeder Mensch, dem wir begegnen, jede Situation, das sind alles Möglichkeiten, mehr zu erwachen. Also wir müssen nicht in den Himalaya auswandern. Ja, wir müssen nicht dringend im Tempel sitzen. Auch das ist sehr schön, im Tempel zu sein. Aber wir können in jedem Moment, an jedem Tag mehr erwachen, mehr erkennen, Wahrheit erkennen, präsenter werden, wacher leben. Und ja, ich sehe das als ein großes Geschenk, dass ich das immer mehr werden darf durch das Zusammenleben mit meinem Sohn und meinem Partner. Und heute möchte ich vor allem den Fokus auf Bodhi lenken und was ich in den letzten 2 Jahren beobachtet habe, gelernt habe. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Also ich habe versucht, es auf 5 runterzubrechen. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Punkt Nummer 1, was ich von ihm gelernt habe, und der lautet langsames Leben. Slow living. Und wenn ich jetzt über diese Dinge spreche, die ich von ihm gelernt habe, dann klingen die so sehr leicht und lapidar vielleicht. Naja, ist ja klar oder so. Aber das wirklich umzusetzen und mich verändern zu lassen, also zu erlauben, dass die Veränderung durch mein gesamtes Leben strömen darf, das war definitiv ein Loslassprozess. Darüber habe ich auch in der letzten Folge viel gesprochen über Kali. Und das langsame Leben ist etwas, wozu uns Kinder, glaube ich, immer einladen, langsamer zu leben. Wenn wir Kinder beobachten, dann können wir sehen, dass sie häufig sehr viel länger brauchen, wirklich irgendwo anzukommen. Ja, also wenn wir zum Beispiel, ich habe das häufig erlebt in Krabbelgruppen oder so, wir sind in die Krabbelgruppe gegangen und ja, dann so nach einer Stunde oder so war dann das Kind angekommen. Ja, also war dann wirklich da und dann wollte man eigentlich los oder so, ne? Also
dass Kinder auch für Übergänge sehr viel mehr Zeit und Raum brauchen, von einer Aktivität in die nächste zu gehen. Ja? Und wir sind jetzt häufig so sehr zackig-zackig unterwegs. Und ich habe das jetzt in den letzten 2 Jahren, das war ein Prozess, zugelassen, dass ich erlaube, beziehungsweise dass ich auch extrem auf der Ebene meiner Arbeit, meiner Produktivität, meines Outputs extrem runtergeschraubt habe. Da extrem auch losgelassen habe von vielleicht auch Bedürfnissen oder auch vielleicht Ängsten. Und ja, mich dem hinzugeben, auch diesem langsamen Fluss. Und ich würde nicht sagen, dass ich jetzt extrem langsam lebe heute, aber definitiv viel, viel langsamer als noch vor einem Jahr oder vor 1,5 Jahren. Und dazu hat definitiv auch Portugal seinen Beitrag geleistet, das kann ich auch sagen. Und ich glaube ja auf einer übergeordneten Ebene, auf einer spirituellen Ebene, dass Bodhi uns hierher gelockt hat, weil er gesagt hat, ihr braucht Verlangsamung. Und ich war schwanger, als wir dieses Land hier angeschaut haben. Und ich glaube, Bodhi hat definitiv durch mich gewirkt und mich beeinflusst und gesagt, hier möchte ich leben auf dieser Farm. Und ihr dürft langsamer leben, ihr dürft euch hier anpassen. Das dürft ihr hier lernen. Und ja, dieses Lernen war gar nicht so einfach, muss ich sagen, weil Marcel und ich Menschen sind, die sehr viel Energie haben und Drive und auch eine Schnelligkeit, wo sehr viel Luft und auch Feuerenergie am Start ist, also sehr viel Vata und Pitta Energie. Und wir auch mit unserem German Mindset von Produktivität und ja, man muss ja was schaffen und Zielorientierung hergekommen sind auf das Land. Und da wurden wir erstmal richtig schön ausgebremst. Siehe da, nach 1,5 Jahren sitzen wir immer noch ohne ein Haus. Das dauert auch noch weitere 1,5 Jahre. Und ja, dieser Anpassungsprozess, der war wirklich alles andere als angenehm, kann ich sagen. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich das lernen darf durch Bodhi, diese Verlangsamung. Also mir zu erlauben, weniger Events in meinen Tag zu packen. Und ich habe vorher auch dazu geneigt, mich eher zu überfordern. Also ich bin auch einer der Typ Menschen, die sagen, es ist alles gar kein Problem. Ja, kennst du vielleicht, ist kein Problem, mache ich auch noch, packe ich noch oben drauf. Und besonders die Gefahr besteht, glaube ich, bei Menschen, die kreativ sind und die auch vor allem in ihrem Herzensbusiness wirken, dass alles ja auch Spaß macht. Ja, ich habe zu vielen Dingen ja gesagt, die auch Freude machen. Aber nur weil es Freude macht, heißt es nicht, dass es keine Energie kostet. Und das heißt auch nicht, dass es keinen Raum und Zeit einnimmt. Ja? Und das durfte ich jetzt wirklich lernen, realistisch mit meiner Zeit, mit meiner Energie umzugehen, sie einzuteilen. Und ich bin da bestimmt immer noch nicht super drin, aber sehr, sehr viel besser geworden. Und wirklich mir zu erlauben, viel realistischer meinen Tag einzuteilen, viel weniger Anspruch an mich selbst zu haben. Also wirklich den Anspruch auch runterzuschrauben und okay damit zu sein. Wirklich auch Abschied zu nehmen vom Produktivitätsdenken. Und das ist etwas, wofür ich Bodhi sehr dankbar bin. Ich habe hier diesen Spruch an meiner Wand kleben. Stop the glorification of busyness. Also stopp das Verherrlichen von Geschäftigkeit. So. Und ich glaube, in diese Mühle kommen wir sehr schnell rein. Ja, also vor allem in diesem kollektiven Feld des Bewusstseins auch in Deutschland, ja, wo einfach sehr viel Leistungsdruck herrscht und sehr viel Leistungsdenken und sehr viel Busyness. Und es ist ja irgendwie cool, wenn man einen vollen Terminkalender hat. Ja, es ist ja irgendwie nicht cool, wenn man wenig zu tun hat. Ja, man ist irgendwie busy, busy. Jeder ist irgendwie busy. Und davon habe ich wirklich Abschied genommen. Ich muss irgendwie nicht mehr busy sein. Ich lerne, dass es voll okay ist, wenn ich gar nichts an dem Tag oder wenig produktiv war. Ich habe auch erkannt, dass ich eine Art hatte, mein Leben zu leben, die auch viel von Druck getrieben war und von Druck von Verantwortung, ja, weil ich tue ja all das, was ich tue, sehr gerne und auch freiwillig.
Hat mir das ausgesucht und trotzdem ist da ja auch ein Druck. Ich habe, ja, ich glaube, 8 freie Mitarbeiter, 8 Yogalehrerinnen. Ich habe viele Verantwortungen anderen Menschen gegenüber und meiner Firma gegenüber, meinem Podcast gegenüber, meinen Hörerinnen gegenüber und so weiter. Also, und ich habe gemerkt, dass mir das aber Druck macht auch teilweise, ja. Und dann habe ich eben gesagt, okay, es kommt, der Podcast kommt nur alle 2 Wochen raus, manchmal kommt auch nur alle 3 Wochen raus und das ist okay. Ja, ich mache mir nicht mehr so einen Druck. Also Slow Living ist auch verbunden, glaube ich, mit einem Loslassen vom Perfektionsanspruch. Also, was übrigens eins meiner Motti war in diesem Jahr, war 70% reichen. Also ich glaube, ich bin da ganz gut angekommen. Also eines meiner Ziele in diesem Jahr war, das da loszulassen von einem Perfektionsanspruch und einem Leistungsanspruch mir selbst gegenüber, weil der Druck, der kommt ja meistens von uns selbst, ne? Und mir zu erlauben, da auch Druck rauszunehmen und okay damit zu sein, im Sandkasten zu sitzen und ein bisschen rumzubuddeln und ja, so ein bisschen einfach auch mit Kindern wird man ja eingeladen, dann komme ich direkt zum nächsten Punkt, zu Punkt Nummer 2, total im Moment zu sein. Und diese beiden Dinge gehören ganz eng zusammen. Also wir können gar nicht im Moment sein, wenn wir nicht vorher verlangsamen. Ja, das ist ja auch das, was wir hier am Anfang des Podcasts tun, wenn ich dich einlade, mal alles aus der Hand zu legen, langsamer, tiefer in den Bauch zu atmen, dann ja, schalten wir ein bisschen runter. Und das ist auch das, was wir auf der Yogamatte tun. Wenn es jetzt nicht unbedingt ein aktivierender Yogafluss ist, aber wenn wir ja sagen, wir möchten was Ruhiges, wir möchten präsenter werden, möchten verlangsamen, bewusster werden. Also es braucht eine Art der Verlangsamung als Voraussetzung für Präsenz, für Bewusstsein. Was passiert eigentlich gerade in mir? Wie fühlt sich mein Körper an, meine Schultern? Wie fließt meine Atmung? Ist sie tief oder flach? Ja, wie fühlt sich mein Herzraum an? Was für eine Stimmung ist präsent? Was für Gedanken sind präsent? Ja, all das braucht Verlangsamung. Und dann überhaupt erst können wir im Moment sein, wirklich präsent sein im Moment. Und das ist der Punkt Nummer 2, für den ich Bodhi unheimlich dankbar bin, dass er mir zeigt, wie das geht, im Moment zu sein. Weil Kinder ja noch keine Idee davon haben vom Gestern und vom Morgen und überhaupt so ein Konzept von Zeit. Das haben die ja nicht wirklich. Die haben zwar auch ihre Routinen und ihre Schlafphasen und das pendelt sich ja dann ein, aber so dieses Zeitgefühl, die sind ja noch jenseits der Zeit eigentlich, in einem zeitlosen Raum und das ist so wunderschön. Also eigentlich ständig in einem Flow-Zustand, in einem meditativen Flow-Zustand sind Kinder, wenn man sie lässt. Und das ist wunderschön zu sehen, wie sich Bodhi einfach auch stundenlang, also teilweise wirklich auch alleine vor Bücher zum Beispiel setzt. Also der liebt Bücher und sitzt dann da und guckt sich die Bücher an und quatscht dann so ein bisschen vor sich hin oder puzzelt im Sandkasten oder seine neueste Vorliebe Motorsägen. Die Bäume beschneiden, weil er das natürlich beim Papi gesehen hat und bei verschiedenen Arbeitern hier auf dem Land, die Bäume beschneiden. Und ja, Motorsägen ist eins seiner größten Hobbys. Und dann wird sich ein Stock gesucht und der Stock ist die Motorsäge und dann werden Bäume beschnitten. Und das kann der richtig lange machen, ohne dass ihm langweilig wird. Und einfach dieses, ja, Versunkensein in den Moment. Keine Konzepte, kein Wenn und Aber, kein Gedanke an vorher, nachher, kein Gedanke an, wie sehe ich jetzt aus, was denken andere. Also einfach ja auch noch keine Ich-Identität in dem Alter. Das ist ja noch herrlich. Da ist einfach eine pure Präsenz da und trotzdem schon eine absolute Wachheit und eine unheimliche Auffassungsgabe und ein Wortschatz und Erinnerungsvermögen, unglaublich. Also ich hatte vorher keine Vorstellung davon, was so ein 2-jähriges Kind können kann. Und trotzdem ist da noch so kein, also schon auch ein Wille da. Das ist auch sehr, sehr spannend, wie ich finde. Der weiß ganz genau, was er will und was nicht. Also ganz klar. Aber da ist noch so kein, so ein Selbstbild in dem Sinne, ja. Ein bestimmtes Image oder so etwas. Also noch keine Persönlichkeit, kein Ego-Bewusstsein in dem Sinne.
Und ja, das ist etwas, was ich konstant am Lernen bin, ist dieses im Moment sein. Also im Jetzt zu sein. Dafür sind Kinder, wie ich finde, wunderbare Lehrer und Lehrerinnen. Ja, die uns einladen, die uns zeigen, wie das geht, im Moment zu sein, ohne an morgen zu denken, an gestern zu denken, ohne darüber nachzudenken, ob das jetzt Sinn macht, was sie da tun, ob das irgendwie besonders produktiv sei, was sie da tun, sondern diese völlige Versunkenheit in etwas und auch das komplette Vergessen jeglicher Zeit. Und ja, das ist wunderschön und ich genieße das sehr, wenn es mir gelingt, in diese Räume mit ihm zusammen abzutauchen, in diese Räume, ja, für Momente mit ihm zu gehen. Das ist auf jeden Fall ein großes Geschenk. Und diese ersten beiden Punkte sind, glaube ich, etwas, was wir eingeladen sind, als Erwachsene von Kindern zu lernen, langsamer zu leben. Also uns auch ihrem Rhythmus anzupassen versus die Kinder in unseren Rhythmus reinzuzwingen, in unser schnelles Leben. Manchmal geht es vielleicht auch nicht anders, ja, weil Eltern zur Arbeit müssen natürlich und gewisse Dinge einfach getan werden, in Anführungsstrichen müssen. Aber im Idealfall, wenn Raum und Zeit da ist, ist es natürlich unheimlich schön, wenn wir auch unser Lebenstempo dem Kind anpassen können. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Einladung, wie ich finde, wenn man mit einem Kind Zeit verbringt. Und ich glaube, das ist ja auch so unheimlich heilsam, deswegen mit Kindern Zeit zu verbringen und eben dieses komplette Einlassen auf seine Welt, auf ihre Welt, sich komplett einzulassen und da mitzugehen, was auch immer gerade das Kind beschäftigt oder bewegt, Interesse zu haben, sich was zeigen zu lassen von dem Kind. Und das finde ich ja ein ganz, ganz großes Geschenk. Etwas, was ich auch von ihm lerne, ist immer nach der Freude Ausschau halten. Ja, Kinder folgen immer der Freude und das ist so erstaunlich und so schön, wie kreativ sie dabei sind. Also ja, um ein paar Beispiele zu nennen, wir gehen irgendwie langweilig Kaffee trinken oder sowas. Wir haben die Oma besucht in Garmisch. So, und natürlich sitzt ein zweijähriges Kind nicht am Tisch. Ja, wir haben dann irgendwie eine Kugel Eis gegessen. Okay, so isst noch die Kugel Eis und dann aber auch, ja, möchte sich bewegen, will aufstehen. Und ja, was macht er? Er spielt Verstecken, ja. Er sucht sich Möglichkeiten, sich zu verstecken, so dass wir ihn suchen. Auf dem Rückweg sucht er Säulen, wo er rumlaufen kann, ja, sucht Gebäude, Möglichkeiten, wo er sich verstecken kann, wo ich ihn fangen soll. Also das ist so schön zu sehen, ne, wo ich in meinem Erwachsenenkonzept so bin, ach, der Arme, ne? Da gab es dann so Gedanken, so, der Arme ist jetzt hier so langweilig, jetzt Kaffee trinken gehen, ja, er kommt gar nicht auf seine Kosten. Und dann sucht er sich aber einfach aus diesem, ja, diesem Drang nach Freude, nach Lachen, also dieser Wunsch auch zu lachen, sucht er sich einfach Dinge, wo er dann in die Freude geht, so, und in die Freude gehen kann. Und das beobachte ich immer wieder bei ihm. Gestern waren wir auch spazieren, hier Freunde von uns waren da an der Promenade. Viele so, ja, so Stände, Touri-Stände, und dann hat er sich da verkrochen zwischen den Kleidern. Wir haben da so ein bisschen geguckt und dann hat er sich zwischen den Kleidern versteckt und dann sollte ich ihn natürlich fangen und suchen. Und ja, also die Kinder suchen sich dann einfach das, was ihnen Spaß macht, so was ihnen Freude macht. Und er findet immer wieder Wege, dass er einfach Spaß hat. So. Und das, finde ich, können wir uns sowas von abgucken. Also ich kann es mir auf jeden Fall abgucken. Ja, einfach nach der Freude Ausschau zu halten, der Freude zu folgen, auch wenn irgendwie eine Situation langweilig ist, kreativ zu werden. So, ne? Und wir haben ja manchmal vielleicht die Idee, ach, ich bin nicht kreativ oder sowas, aber Kreativität ist eigentlich unsere Natur. Also, und Kreativität bedeutet nicht nur, ich male ein Bild oder ich bastel was, sondern kreativ sein bedeutet, aus dem Moment heraus etwas Neues entstehen zu lassen. Also mit dieser Frage vielleicht zu gehen, wie kann dieser langweilige Moment mir jetzt Freude machen? Ja, zum Beispiel, ich sitze irgendwie, mein Flug hat Verspätung und 2 Stunden und ich sitze in der Wartehalle. So, okay. Wie kann ich jetzt irgendwie Freude empfinden? Wie kann ich aus der Situation
ja, wie kann ich mir Spaß machen, ja? Kreativ sein, vielleicht setze ich mir Kopfhörer auf und tanze einfach eine Runde, egal was Leute denken. Oder ja, was auch immer, ne? Oder ich schreibe in mein Tagebuch, ich habe endlich mal Zeit, ein bisschen zu reflektieren. Oder. Und das finde ich einfach so, ja, so schön an Kindern, dass sie auch immer wieder einen Moment suchen, quasi suchen, wo sie auch lachen können. Und Lachen ist ja bekanntlich eine sehr, sehr gute Medizin gegen alles und löst sofort Glückshormone im Gehirn aus und sofort fühlen wir uns besser. Da gibt es ja auch gewisse Studien und dass es sogar egal ist, ob das Lachen gefaked ist, dass wir einfach lachen und das, was bei uns im Gehirn passiert. Und Kinder, ich habe das irgendwann mal gehört, lachen irgendwie 400 Mal mehr als Erwachsene oder so. Oder die lachen 400 Mal am Tag und Erwachsene nur noch 5 Mal oder irgendwie solche schockierenden Zahlen. Ich habe sie nicht mehr genau im Kopf, aber ja, die Botschaft ist, glaube ich, klar, ganz egal, wie genau die Zahlen sind, dass ja, wir alle mehr lachen dürfen, mehr Leichtigkeit, mehr Spielfreude in unser Leben einladen dürfen und sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen, ne? Also das, wir haben ja alle unsere Persönlichkeit und wer wir glauben zu sein. Also da sind wir wieder beim Ego und das ist so schön, weil so ein Kind noch so frei ist, ne? Von einer Idee von sich selbst. Ah, ich bin ja die und die, deswegen. Und die macht ja jenes. Also ich bin ja Yoga-Lehrerin, deswegen mache ich ja jenes und das nicht, ja? Also, und ich bin ja die und die, deswegen macht man das ja nicht. Und who says that, so, ne? Wer sagt das eigentlich? Und sich selbst einfach nicht so bier ernst zu nehmen, weil man ist nicht so wichtig. Man ist leider nicht ganz so wichtig, wie man vielleicht manchmal denkt. Ja. Und das finde ich ist so schön und so befreiend, mit Kindern Zeit zu verbringen, weil sie einfach so sich auch gar nicht darum scheren, was andere Menschen denken. Was könnten jetzt, ne, wenn man da um Tische rumläuft oder tanzt, also Bodhi ist auch jemand, der sagt dann auch, wenn ein cooles Lied kommt, irgendwie, wir sind irgendwo einkaufen, kommt ein tolles Lied und sagt, ja, tanzen. Und Mama auch. Und dann soll ich in dem Moment tanzen und das mache ich dann auch mit ihm, ja. Und das ist einfach cool, weil ihm ist es halt einfach vollkommen egal, ob wir im Supermarkt stehen und Leute das vielleicht weird finden, wenn wir auf einmal tanzen. Genau, erst gestern haben wir zu Rihanna, ich liebe diesen Song Umbrella, passt zum Regen. Ja, haben wir in der Eisdiele gestern getanzt, das war auch sehr, sehr schön. Und es ist sehr, sehr süß, weil Bodhi mittlerweile das auch benennen kann. Also er sagt dann auch, macht Spaß, sagt er dann immer, macht Spaß. Rennt in die Wasserpfütze, in die Matschepfütze rein. Und dann springt er da rein, alles wird nass und dann macht Spaß. Und das ist echt sehr, sehr süß. Also er kann das tatsächlich auch schon in sich spüren und wahrnehmen, was ihm Spaß macht. Und das sagt er dann auch und macht Spaß. Und das finde ich einfach cool. Und ich glaube, wir dürfen, also ich kann auf jeden Fall für mich sprechen, mehr Ausschau halten. Ja, was macht mir Spaß? So, was macht einfach Spaß? Einfach, weil es Spaß macht. Nicht, weil es irgendwie sinnvoll ist oder weil es produktiv ist oder weil wir gelesen haben, was soll man jetzt machen, sondern einfach, weil es Spaß macht. Was wäre das bei dir? Ja, was würdest du jetzt einfach tun, weil es Spaß macht? In eine Matschepfütze springen mit deinen Gummistiefeln, nackt im Regen tanzen, zu einem coolen Hip-Hop-Song tanzen. Ja, was würdest du machen, einfach weil es Spaß macht? Lehre Nummer 4. Bewegung tut gut. Das ist, glaube ich, keine große Überraschung, aber wenn ich ihn anschaue, dann bin ich so, wow. Kinder sind einfach voller Energie und bewegen sich eigentlich die ganze Zeit. Und man merkt so richtig, ne, dieser Drang auch nach Bewegung. Man sagt ja auch so, Kinder müssen sich austoben und das ist definitiv auch bei Bodhi der Fall, dass er einfach so einen Drang hat, die Welt zu erkunden, zu rennen, zu toben, zu klettern, in Pfützen zu springen und dass diese Energie einfach fließen möchte, dieses Pulsieren, dieses Ausdrücken, Erkunden, Erforschen, mit Naturmaterialien spielen, sich Bäume angucken, Blätter, Gras, sich alles, ja, einfach neugierig, offen die Welt zu erkunden und sich zu bewegen, vor allem auch draußen zu bewegen in der frischen Luft. Und ja, das ist etwas, glaube ich, was für uns Menschen, für uns Erwachsene einfach auch so, so wichtig ist. Diese Bewegung in der frischen Luft, muss gar nicht mehr Sport sein, aber einfach rauszugehen, ne? Rauszugehen, sich zu bewegen,
nicht zu versacken. Jetzt kommt der Winter, jetzt wird das, ja, ist alles eine Frage der Kleidung. Aber das ist auch etwas, was ich, ja, was er mir einfach zeigt, so, ne, wenn ich, weil ich habe ja auch vieles, was ich einfach am Rechner tue, vorbereite und dass ich dann auch immer wieder sehe, okay, bewegen, raus. Aber auch so diese Bewegung, wo ich auch manchmal merke, so, oh, jetzt zum Beach fahren, ne, so, puh, jetzt irgendwie das Kind einpacken, die ganzen Sachen. Also da bin ich manchmal einfach echt zu faul zu, muss ich sagen. Einfach weil das echt manchmal so ein Kraftakt ist. Wir haben leider noch keinen, meine Freundin hat gerade gesagt, so brauchst du so ein Buggy, wo man alles reinwirft und dann zieht man ihn über den Sand. Warum hast du sowas nicht? So ein Faltbuggy. Ja, sowas brauche ich. Nächste Anschaffung. Jetzt kommt erstmal der Winter, aber ja, das ist sonst immer wirklich eine Keulerei, ein sportlicher Akt, Taschen, Schirme und das Kind zum Sand zu schleppen. Bin ich fix und fertig, wenn ich da ankomme. Aber ich merke jedes Mal, wenn ich es dann mache, so, oder, wie diese Bewegung auch dahin, obwohl ich irgendwie so, und nicht hier bei uns auf der Farm einfach hocken zu bleiben und, sag ich mal, im schönen, gemütlichen, sondern mich sozusagen auch immer mal wieder so zu, ne, liebevoll in den Arsch zu treten und zu sagen, komm, geh zum Beach, mach was Neues, in die Bewegung gehen, rausgehen, neue Erfahrungen machen, dass das einfach gut tut. So. Und dass ich noch nie zum Strand gegangen bin und gesagt habe, boah, habe ich das aber bereut, ne, dass ich heute am Strand war. Aber dass dieses, ja, dass das total wichtig ist, mich auch aus gewohnten Umfeldern rauszubewegen. Das war etwas, was ich extrem gemerkt habe, dass ich ja die letzten anderthalb Jahre hier sehr viel auf dieser Farm war. Das hatte auch damit zu tun, dass Bodhi, ja, als er noch kleiner war, auch hier auf der Farm betreut wurde und ja, einfach immer, sag ich mal, ich wollte mal next door sein, so falls irgendwas ist, ne, so nebenan gearbeitet und das hat sich so, sag ich mal, für mich besser angefühlt, als irgendwie wegzufahren, im Café zu arbeiten. Das war einer der Gründe, aber es hat eben auch dazu geführt, ich glaube, viele Mütter können sympathisieren, dass man als Mama einfach sehr viel zu Hause ist, ja, und dass das auch dazu führen kann, dass man so ein bisschen versackt, ja, so in seinen Routinen und gar nicht mehr so rausgeht. Und wir leben ja hier auch sehr ländlich und ich mich dann wirklich auch ein bisschen zwingen muss. Und das passiert jetzt glücklicherweise auch dadurch, dass Bodhi jetzt in den Kindergarten geht, dadurch, dass ich jetzt neue Routinen auch habe, was mir sehr gut tut, muss ich sagen, von außen Routinen habe, wo ich auch gezwungen bin, ja, rauszugehen, ihn zum Kindergarten zu bringen, einfach mehr auch in Bewegung zu sein. Also sprich, ja, nicht nur körperlich in Bewegung zu sein, sondern wirklich auch in unterschiedlichen Räumen mich zu bewegen, unterschiedliche Menschen zu treffen, zu begegnen. Also das ist sehr, sehr schön. Und ja, ich glaube, in Bewegung bleiben, das ist etwas, was ich lerne. Also im Geist, in den Gewohnheiten, aber auch natürlich körperlich. Und Punkt Nummer 5, vielleicht mein Lieblingspunkt. Selbstbewusstsein ist unsere Natur. Das finde ich einen wunderschönen, ja, einen wunderschönen Satz und eine wunderschöne Erkenntnis. Wenn ich Bodhi anschaue, dann ist er von Grund aus selbstbewusst. Und da ist ein Selbstbewusstsein ohne jegliche Identität. Da ist ein, ich bin zentriert und stark in mir, ohne ein, ich muss mich von anderen abheben, ich bin so besonders, ich bin so toll, ohne ein Ego, sondern da ist eine natürliche Form von Selbstbewusstsein, die wir alle haben, glaube ich, zutiefst, dass wir alle in unserer Essenz selbstbewusst sind, in unserem Zentrum, ganz bei uns sind und in einer Natürlichkeit unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche, unseren Willen in diese Welt bringen, unsere Bestimmung bringen, ohne jetzt, ja, uns von anderen abgrenzen zu müssen, ohne anderen schaden zu müssen, ohne uns mit anderen zu vergleichen. Und das ist so wunderschön zu sehen, wie dieser kleine Mensch so unglaublich selbstbewusst ist. Und das war ja von vornherein. Also sehr sicher in sich. So. Und er ist trotzdem auch ein vorsichtiges Kind zum Beispiel. Er ist sehr, also er beobachtet auch erstmal, wenn irgendwie zum Beispiel Kinder auf dem Trampolin springen oder so, dann ist er nicht so, hey, Hauding-mäßig, springe ich mit rein oder so.
Dann guckt er sich erstmal an und er lässt sich ganz viel Zeit, ja, wieder Übergänge, Langsamkeit. Ist erstmal, ja, schaut sich das an, sehr sensitiv. Und trotzdem bleibt er so ganz bei sich, also hat so eine natürliche Selbstverständlichkeit, in der Welt zu sein, ohne sich behaupten zu müssen, ohne andere wegschubsen zu müssen. Kommt vielleicht noch, bestimmt. Aber bisher sehr in einer sehr friedlichen Art und Weise selbstbewusst. Und ich glaube, dass das eigentlich alle Kinder haben. Also wir alle, dieses Selbstbewusstsein, was frei ist von Identität, was einfach selbstbewusst ist, weil das unsere Natur ist. Wenn wir unsere Natur, wie wir sind, in unserem authentischen Ausdruck pur in diese Welt bringen, dann ist das zutiefst selbstbewusst. Ja, also wenn wir uns auch Tiere anschauen oder so, klar gibt es auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Es gibt schüchterne Hunde und es gibt selbstbewusstere Hunde. Natürlich gibt es auch das und feinere, sensiblere Hunde und eher so ein bisschen haudigen Hunde und all sowas. Ja, auch da gibt es natürlich Persönlichkeiten, das ist klar. Aber trotzdem gibt es so ein natürliches Dasein in seinem Sein und auch ein natürliches Raumnehmen. Und das finde ich auch so schön, dass Kinder sich einfach noch so den Raum nehmen, wenn man ihnen den gibt, und da zu sein, ja, so in ihrer Präsenz, in ihren Bedürfnissen, sich auszudrücken. Und das ist wunderschön zu sehen. Da ist noch nichts von all dem, was wir vielleicht gelernt haben, ja, von diesem, ich muss mich zurücknehmen, ich darf keinen Raum einnehmen, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig, was wir vielleicht teilweise in unserer Kindheit gelernt haben. Und das finde ich so schön, ja, dass wir eigentlich ganz natürlich uns Raum nehmen, wenn der uns geschenkt wird, und dass wir dann auch ganz selbstbewusst sind, ja, ohne, wie gesagt, irgendwas leisten zu müssen, ohne irgendwie Anerkennung zu brauchen, ohne einen bestimmten Beruf auszuüben. Also das finde ich so spannend, dass Selbstbewusstsein unabhängig ist von jeglicher Form von Identität oder Ego. Und für mich sagt es auch, wenn wir nochmal zu der Tierwelt zurückgehen und zu unserem authentischen Ausdruck, ja, ich bringe manchmal gerne dieses Beispiel, kein Frosch würde sagen, ich quake zu laut, was denken die anderen Frösche? Ich muss leiser quaken. Oder mein Quaken klingt nicht so schön wie das Quaken von dem anderen Frosch. Oder ja, keine Blume würde denken, ich darf nicht so schön strahlen in meiner vollen Pracht, weil was denkt denn die andere Blume neben mir? Vielleicht fühlt sie sich eingeschüchtert. Vielleicht fühlt sie sich neidisch, wenn sie mein Licht sieht und meine Schönheit sieht. Deswegen blühe ich lieber nicht so schön und verwelke lieber schneller. Ja, also dieser natürliche Ausdruck, den wir in der Natur finden, und dieser natürliche Ausdruck in Verbindung mit einem gewissen Selbstverständnis und Selbstbewusstsein, was daherkommt und einfach ist. Und das finde ich so schön, und ich finde, dazu ermutigen uns Kinder auch, dass wir authentisch wir sein dürfen. Und einer der weiteren Gründe, glaube ich, warum es so heilsam ist, mit Kindern Zeit zu verbringen, weil wir so authentisch wir sein dürfen in all unseren Facetten und Farben und in unserer Größe und in unseren Schwächen. Also die nehmen uns einfach so, wie wir sind, ja. Und da ist auch noch gar kein Bewerten da oder so. Das ist eben auch so schön, ja. Ich kann das auch bei Bodhi beobachten, dass wenn, egal wie ich drauf bin, kommt da erstmal jetzt keine Reaktion im Sinne von, oh Gott, oder so, ja. Oder, ach ja, krass. Sondern also, da ist ja gar keine Bewertung, sondern es ist einfach erstmal so ein Wahrnehmen, so von dem, wie ich da so bin dann in dem Moment. So, das finde ich sehr, sehr schön. Ja, ihr Lieben, das waren so meine fünf Lehren. Ich habe natürlich noch viel, viel mehr gelernt. Das ist natürlich auch ganz klar. Und vielleicht wird ein bisschen was davon einfließen in einer weiteren Folge. Einige von euch haben mich gebeten, nochmal ein Debrief zu machen zu einer anderen Mama-Folge. Und zwar gab es eine Folge, ja, bevor ich überhaupt schwanger geworden bin, wo ich darüber reflektiert habe, über die, sag ich mal, Pro und Cons, Kind, ja oder nein. Und
Ja, einige von euch haben mich gebeten, doch jetzt mal nach 2 Jahren so ein Resümee zu ziehen. Wie ist es denn so, Mama zu sein? Und das mache ich auch sehr, sehr gerne in einer weiteren Podcast-Folge, aber nicht heute. Ja, ich hoffe, diese 5 Lehren waren auch für dich lehrreich, erkenntnisreich. Ich bin mir sicher, vieles davon war dir sicherlich schon vertraut oder ist etwas, wenn du selber Zeit mit Kindern verbringst, selbst Kinder hast, Kinder liebst, dass das Dinge sind, die du bestimmt auch schon erfahren hast. Und ich finde, es ist einfach ein Geschenk, wenn wir Zeit mit Kindern verbringen dürfen. Sie sind definitiv unsere Lehrer. So sehe ich das jedenfalls. Und ja, aus einer größeren Sicht, aus einer spirituellen Sicht verbringen wir ja, je nachdem, woran du glaubst. Ich persönlich glaube daran, dass die Seelen, die hier auf dem Planeten sind, vielleicht schon viel, viel älter sind, ja, als dieses Leben. Und das heißt, wenn wir Zeit mit einer Seele verbringen, dann verbringen wir natürlich nicht nur Zeit mit diesem 2-jährigen Kind, sondern auch mit einem Wissensschatz und einer Präsenz und Weisheit, die vielleicht schon viel, 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 viel älter ist. Und uns davon berühren zu lassen, uns davon verändern zu lassen, das, ja, dann kann ein Kind ein Guru sein. Und ich bin sehr dankbar, hier einen kleinen Guru, einen großen Guru bei mir zu Hause zu haben. Gut, ihr Lieben, ich drücke euch. Vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Namaste. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat mit einer persönlichen Love Note von mir, mit kostenlosen Yoga- und Meditationsvideos. Du wirst über die neuesten Podcast-Folgen informiert und erfährst als einer oder einer der ersten von meinen anstehenden Yoga-Trainings, Retreats oder Workshops. Es lohnt sich also. Du kannst dich eintragen unter wanderbadfall.com. Du findest den Link auch nochmal hier in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.